Sergeant Domenica Fuller hat einen harten Job. Eine 12-Stunden-Schicht von morgens 6 bis abends 6. Da kann in Ferguson viel passieren. Vor einem Jahr hat ihr weißer Kollege den schwarzen Teenager Michael Brown erschossen. Ich war zwar nicht dabei, kenne keine Details, aber es war eine Tragödie. Ich war schockiert, ich hätte nie gedacht, dass so etwas hier in Ferguson passieren kann. Mit Bürgernähe versucht Fergusons Polizei, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. So sollen Konflikte frühzeitig entschärft werden. Die 45-jährige Polizistin fährt zu einer alleinerziehenden Mutter. Deren Sohn kam vor einigen Monaten in schlechte Gesellschaft. Seine Mutter war überfordert, bat Domenica Fuller um Hilfe. Seitdem schaut sie dort regelmäßig vorbei. Ich bin aber stolz auf dich. In welche Schule gehst du? Ah, City Academy. Das ist eine gute Schule. Die ist doch privat, oder? Eine kleine Erfolgsgeschichte. Die Schulnoten des Neunjährigen sind inzwischen gut und er hat neue Freunde gefunden. In Ferguson kann Domenica Fuller das nicht von allen Jungen und Mädchen behaupten. Nach 17 Jahren im Dienst weiß sie, viele wachsen in schwierigen Verhältnissen auf. Kein Geld, kein Job, keine Perspektive. Ich behandle die Kinder, die ich in Ferguson treffe, als ob sie meine eigenen wären. Ich versuche ihnen beizubringen, was richtig und was falsch ist. Ich sage ihnen nicht, was sie hören wollen. So wie ihre eigenen drei Kinder. Solange sie nicht volljährig sind, erlaubt sie ihnen nicht, Nachrichten zu sehen. Sie sollen sich keine Sorgen machen über den Job der Mama. Ich habe mehr Geduld als früher, höre mehr zu. Ich stelle nicht mehr so schnell Strafzettel aus. Es sind viel weniger als früher. Weniger Strafen, mehr helfen. Ihr Beitrag, damit sich in Ferguson eine solche Tragödie nicht wiederholt.